Hallo, liebe Freunde, das sind wieder der Flo. Servus, Bernhard. Und ich, Mariel. Heute werden wir mal was Neues ausprobieren, was ich bis jetzt im Spiel noch gar nicht gemacht habe. Flo sammelt hier noch weiter Baumstämme ein. Ich werde mir mal diese Baumstumpfräse schnappen. Und hier ein paar Baumstümpfe wegfräsen. Ihr seht, wir haben schon ein ziemlich großes Loch hier reingeschlagen. Einiges, ups, an Bäume gefällt. So, hier mal das sind. Einiges an Baumstümpfe übergelassen. Was? Und auch einiges an Baumstümpfe übergelassen. Ja. Kannst du jetzt Das gerne sind. ausprobieren. Mit B einschalten, V senken. Dann fährt man da, glaube ich, einfach drüber. Dann ist das Ding auch schon weg. Ich frage mich, ob man da auch. Ne. Kann man nicht. Das ist schon mal gut. Oder kann man doch? Bin jetzt gar nicht sicher, ob ich hiermit auch normale Bäume wegfräsen könnte. Also so Tut Baumstämme. sich aber nichts. Oder hast du da eine Animation? Hm? Du hast gerade einen Baumstamm Ja, weggefräst, gell? hat sich jetzt dann auch meine Frage erledigt. Und hast du eine Animation bei dir? Ja. Ach so. Bei dir nicht? Nee, war jetzt nichts. Jetzt siehst du wenigstens, dass sich das Schneideblatt dreht. Warte mal kurz. Nein. Okay. Also wenn ich über den Baumstumpf bin, haut es vorne die Hackschnitzel raus, die was gesagt. Okay. Das heißt, ich darf jetzt nicht mehr in die Nähe von Baumstümpfen gehen zum Fräsen. Von Baumstämmen. Aber ist nicht, die Baumstämme sind nicht zack weg, sondern du brauchst nur die Zeit. Ja. Ja, das ist schon ganz nettes Gimmick und macht es vor allem realistischer, wenn man sich die Dinger wegfräsen muss, bevor man neue Bäume ansehen kann. Kannst du damit einen Baum aufklemmen ausprobieren Was? und pflanzen? Oh nee, da müsste ich jetzt nämlich erst ein Ding holen. Baumsetzlinge. Ah, okay. Beides kann man. Ja, natürlich. Wo gibt's denn eigentlich beim Gartencenter Ja. was? Ich würde sagen, das machen wir erst, wenn wir ein paar mehr Bäume gefällt haben. Das ist jetzt auch vorher bei einem Baumstamm festgestellt hat, wenn der relativ hoch ist, der Baumstumpf, dann kann man den nicht auf einmal wegfräsen, sondern verringert er sich erstmal um ein kurzes Stück. Da hinter mir ist so ein kleiner Stamm, den darfst du auch Ich wegfräsen. will nicht mitnehmen. Nein. Also die kleinen Baumstämme, die nerven man immer bloß nicht. Fräse ihn lieber weg. Okay. Auf die sind wir nicht mehr angewiesen. Nee, das stimmt. Ah, jetzt. Gerade wo ich es hatte, bin ich weggefahren. Weil die kann man nicht überall fräsen. Habe ich so das Gefühl. Mir gefällt das mit der Kette an dem Traktor, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, oder schon? Das gefällt mir gut. Nicht, oder? Ich kann ihn nicht fräsen. Okay.
kann ihn aber schieben. Da kriegen wir den auf einmal nicht. Vielleicht weg, glaube ich. Oder auch nicht. Muss man wohl von der anderen Seite dann fahren. Und dann machen wir das zurück noch. Und dem Flo mache ich natürlich einen kleinen Gefallen. Wobei, geht gar nicht so gut. Sorry. Nichts passiert. So, ich probiere es nochmal. Jetzt geht's. Ah, jetzt geht's. Jetzt siehst du die Hackschnitzel? Die Hackschnitzel, ja. Achso, okay. Wo keine Kettensäge ist. Ja, bring. Schneide. Halt, halt. So, siehst du eigentlich noch irgendwo Spann? Da sind noch einige. Hinter mir ist noch einer. Neben mir. Auf der anderen Seite neben mir. Ich habe die teilweise so tief abgeschnitten, dass ich sie gar nicht mehr sehe. Oh Gott, den musste ich jetzt gerade dreimal fräsen. Hast du nicht schön geschnitten. Soll ich die ganze Zeit so eine auf, so eine schöne Ladung gehabt? Jetzt mir ein so ein dämlicher Baumstamm so quer drüber. Na, dann schub's noch einfach runter. Jetzt sowieso beim Abladen. Aber dann fahr dich daran, weil sonst muss man mit dem Ding immer an. Also wenn du es so machen willst wie ich, dass du sie runterschubsen willst, musst du ziemlich dicht an den Haufen ranfahren. Genau, jetzt noch ein bisschen rückwärts rein. Dann schieben wir die alle runter. Da ist auch noch so ein Baumstamm, den der Flum nicht mag. Machen wir den doch auch gleich noch. Rastig ist jetzt die Fräse, will's aber schaut nicht danach aus. Da haben wir auch noch geladen. Was? Und da haben wir auch schon abgeladen. Was soll ich dann mal als Fräsen, Häckseln anfangen? Würde schon sagen, das komme ich ja gar nicht mehr nach. Gut, dann machen wir das doch gleich mal. Stellen wir hier hin. Gewicht müssen wir da vorne ranbauen.
Powerplays ist angeschalten. Weißt du was, dann hol ich jetzt dann noch schnell den zweiten Anhänger, weil den brauchen wir doch auch noch. Wäre gar nicht so schlecht. Schnappe ich mir einen Traktor, der beim Job noch steht. Nur am besten den blauen, der ist schneller. Den grünen. Den blauen, ich meine, der grüne ist schneller. Mit 8 Meter Stämmen geht das Fräsen, glaube ich, habe ich das Gefühl schon leichter, wollte ich gerade sagen, und dann bleibt er stecken. So, weil wir jetzt ja immer die ganzen gefräst haben. Ein Stück, geil. Aber das dauert halt beim Fräsen wieder ein bisschen länger. Oh Mann. Ich kann mal kurz nachschauen über die Info, wo der zweite überhaupt steht. Oh, ich kann es dir gar nicht sagen. Und wo steht er? Ah, okay. Bei unseren großen Feldern. Beim 39er. Ach so, ja, wenn wir da mitten unterm. Genau, aufgehört haben. Und wie schnell füllt er sich da an? Ich habe jetzt erst einen Baumstamm reingehauen und das waren 6%. Schon in Ordnung. Warum will er die jetzt nicht reinziehen? Ich krieg die Krise. Ich hab 3 Baumstämme drauf liegen. Unmöglich. Und keiner zieht sie ein. Aber die, wenn du vorne drauf drückst. Die liegen mal an der Seite, weil sie jetzt gerade ein bisschen schief liegen. Das hat ein bisschen was gebracht. Come on, jetzt zieht die Baumstämme doch ein. Drücken wir vorne nochmal drauf. Oh, jetzt geht das. Und jetzt ist einer wieder runtergefallen. Jetzt muss ich. Warum haben wir eigentlich? Was haben wir denn gerade gemacht? Fragen. Und zwar haben wir einmal die Silage. Dann können wir jetzt tun. Gäste! Halt! Okay, dann bring das mal weg. Gäste. Wie viel haben wir da? Da haben wir noch. Ich hab gar nicht mitbekommen, wann ist denn die gekommen? Keine Ahnung, ich sehe gerade, dass 3 Sachen blinken. Das habe ich nicht mitbekommen. Meinst du, 6.000 Liter ist ja das auch nicht gerade allzu wenig?
Vor allem, wir haben jetzt dreimal, also doppelt so viel gibt's. War auch mal. Ja, das, jo, das auch ist auch nice. 100. Sprich, nochmal, mehr als 200.000, nein, schon. Nicht ganz. Um die 150.000. Oh, Menno. Muss mich erst ins Fräsen wieder einfügen. Wobei ich da gerade ein bisschen verzweifle. Wenn wir mal schnell wechseln und du auch machen würde. Warte, ich sag da gleich. Du sagst du nicht wechseln soll. Wann? Okay. Kannst du wechseln? Gott, wir haben so viele Fahrzeuge. Ja. Ah, da ist er. Hab ich den nicht übersprungen? Ah, da. Was hast denn da alles drin? Ah, du bist irgendwo reingefahren, deswegen durfte ich nicht gleich wechseln. Ja, ich bin nicht darauf, dass ich gerade nachgeschaut habe. Bei wie viel er steht, wie richtig schön den Baum bringen. Wo muss ich ihn in die Gerste hinbringen? Keine Ahnung, du musst selber schauen. Dann mache ich das doch. Wenn ich die erste aufgeladen habe. Wow, das wäre fast das Haus geworden. Gerade noch rechtzeitig zum Stehen gekommen. Gerste. Windmühle. Ach, die ist, glaube ich, hier gleich ums Eck, oder? Nee. Die ist am Arsch der Welt. Supi. Dann hast du wenigstens ein bisschen was zu fahren. Teilen wir mal die Gerste schön im Anhänger. Pedale schließen. Mann, ist sie dreckig. Da müssen wir echt mal wieder Anhänger putzen, hätte ich was gesagt. Ja, das ist so dreckig. Wow. Ich habe gerade meinen Anhänger überholt, aber sowas von. Der hat mich so richtig überholt, so. Jum, vorbei. Wow, kein Scheiß. Schon zu spät. Ja, wobei so weit am Arsch ist die auch nicht. Ich sehe die Windmühle schon. Bin gleich da. Ich
schon wieder 41% voll, der Hotschnitzel-Anhänger. Aber mich ärgert es genauso. Das ist ja gut, wenn ich nicht der Einzige bin, der mich ärgert. Bin ich echt erleichtert. Wollen wir eigentlich das ganze Holz immer häckseln oder auch mal so wegfahren? Ich hätte gesagt, das fahren wir auch mal so weg. Wir haben ja auch. Also, dann suche ich da mal eine Mod. Es gibt nämlich eine Mod, da hast du einen LKW mit schon fertigem Kran auf dem LKW und dann einen Anhänger, da wo die Stämme ganz gut aufleiten kannst. Muss mal schauen, wie lang die dann sein dürfen. Okay. Dann sehen wir mal schauen, ob man dann Anhänger findet. Bei denen man zwei, drei, man muss nicht übertreiben. Die sind nicht in. Ja, australische Road Trains, ich wollte gerade sagen. Die sind nicht in Australien. Road Train. Ich glaube, Norwegen oder Schweden ist durch diese Map hier gedacht. Oder Finnland? Ja, die erste 31.000 danach. Schon gleich muss ich verteilen. Und dann noch ein weiteres Mal zur Windmühle. Noch haben wir viel zu viel Geld. Momentan 618.000. Wie viel haben wir jetzt? Und keine Schulden. Nicht schlecht. Ich meine, man kann nie zu viel Geld haben, aber schon gut was. Ist auch immer gut zu wissen, wenn man ein kleines Polster hat, falls man dann doch mal aufrüsten möchte seine Maschinen. Genau. Und neue Drescher oder irgendwas kauft oder so. Wenn man vielleicht auch noch ein neuer Spieler kann, dann braucht man da von irgendwas. Ja, oder ein Grupper oder. Keine Ahnung. Ja. Es gibt noch genügend Sachen. Doch für Erntemaschinen. So, was haben wir jetzt? Nur beim Ausladen. Wir haben 664.000 Euro. Dann springen wir mal zum Flo. Wo ist er denn? Ach, du hast eh schon Haufen schon schön wegbekommen. Dann würde ich sagen, irgendwie enden wir die Folge hier mal. Und verabschieden uns von euch. Und wir verabschieden. Ju. Einen wunderschönen Abend noch. Oder bis zum nächsten Mal. Ciao. Morgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.